Herzlich willkommen zum allerersten Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Schreibt mal rein, wie euer Silvester war. Und direkt zu Jahresbeginn hauen wir erstmal ab. Wir werden Deutschland verlassen. Gleich dazu mehr. Wir müssen erstmal jetzt Koffer packen. Wir hauen ab. Wir fahren nämlich weg. Nicht allzu weit weg. Aber ich habe schon richtig Bock. Koffer schon gepackt, richtig? Nein. Wann wollt? Eigentlich sollten wir vor einer halben Stunde losfahren. Jetzt fangen wir an zu packen. Was würdest du machen, damit du meinen Sachen packst? Was muss ich machen? Ich muss auch so machen. Was? Soll ich? Jetzt echt? Ja. Aber dann meckern nachher nicht. Die? Wenn du nachher nicht meckerst. Also ich packe einen Leo. Ey, drei, Leo kommt leider vier. Nicht mit. Und eine Notfallunterhose. Was? Falls du dir die Hose pinkelst. Ey, aber real talk, ich packe mir wirklich immer Unterhosen und Socken mehr ein, als ich brauche. Weil man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht... Socken. Welche magst du am liebsten? Welche? Egal, ich suche aus. Das kann eins, ja was. Zwei, drei, ich wollte in der Zwischenzeit vier, ganz fünf, kurz, sechs. Was ich sagen wollte, eigentlich war es gar nicht geplant, dass wir wegfahren. Wir haben nämlich einen alten Klassenkameraden beim Einkaufen getroffen. Ja, und hat uns gefragt, wir mit wollen schon dran. Das ist so random, Mann. Wir fahren jetzt nämlich eine Woche lang nach Dänemark. Leo darf leider nicht mit, weil das Haus ist leider... In dem Haus sind leider keine Tiere erlaubt. Deswegen muss Leo leider zu Hause bleiben. Ich würde sagen... Hemd und Krawatte mit? Warum? Einfach so. Einfach so? Ja. Willst du mir gleich die Sachen, die du schon lange nicht mehr anhattest, die habe ich dir mal geschenkt. Leo darf leider nicht mit. Ich habe was Geiles geplant. Wir lassen Leo gleich bei Ash. Mal schauen, wie das wird. Christi macht es übrigens sehr gut. Mhm, ich glaube, den du mir geschenkt hast. Ich glaube, ich packe meinen Koffer doch lieber selber weiter. Nein. Aber es ist sehr nett von dir, dass du das angeboten hast. Bisschen später, Sachen sind gepackt. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir alles eingepackt haben. Wenn nicht... Dänemark ist zum Glück nicht allzu weit weg. Wenn wir was Wichtiges vergessen haben, fahren wir mal zurück. Jetzt allerdings lassen wir Ash hier oben alleine. Wo musst du hin? Was? Wo musst du eigentlich hin? Wo wir hin müssen? Wir müssen noch kurz einkaufen, wir müssen noch einen Brief wegbringen. Was müssen wir noch machen? Einkaufen. Einkaufen müssen wir. Was? Pakete wegbringen. Möchtest du was vom Einkaufen haben? Nö. Auf jeden Fall lassen wir Ashen derzeit hier oben komplett alleine. Kaugummis. Bestimmt? Airwaves? Airwaves. Wir lassen Ash jetzt hier oben alleine mit Leo zusammen. Kannst machen, was du willst, worauf du Bock hast. Okay. Mal die Kamera hier in die Hand. So. Ich hoffe, das Haus steht nachher noch, okay? Ja. Also pass gut drauf auf, auch vor allem gut auf Leo aufpassen. Er läuft schon weg. Gleich. Ey, lass alles heil, okay? Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Leo. So Leute, ich gucke jetzt zuerst einmal, was die hier so in der Küche haben. Hallo? Was denn? Was machst du? Guck mal, ich vergesse. Wo bist du denn da gerade gewesen? Tschüss. Guck einmal, ob die hier irgendwas Geiles haben irgendwie. Die haben hier relativ gar nichts. Die haben hier Cola. Die haben hier... Oh, ein Red Bull. Was ist das hier? Ja, trinke ich einfach mal. Mal gucken, was das ist. Ich google aber vorher mal. Oh, ein Red Bull haben die hier auch noch. Das war's hier eigentlich schon. Guck ich mal ins Gefriertre rein. Oha. Die Kulis kann ich mir ganz einmal in den Ofen reinschieben. Hier zwei Packungen einmal. Ich würde sagen, die mache ich mir jetzt in den Ofen rein. Mal gucken, wie der Ofen hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Backblech sieht auf jeden Fall sehr sauber aus. So, rein in den Ofen damit. Und jetzt lasse ich die einmal backen. Es geht, Leo. Willst du auch Pizza? Hallo. Leo auf jeden Fall aktiv am Schlafen schon mal. Gute Nacht. Ein Hund weniger, auf den ich jetzt gerade aufpassen muss. Mir so ein Leckerli zu nehmen. Ja, guck mal, da hast du Lust, ne? Sitz, Platz, Rolle. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, beruhig dich. Beruhig dich. Ey, komm runter. Der ist gierig. Der will das Essen. Oha. Junge. Sitz. Chill. Rolle. Ich hocke hier. Ich glaube, er ist süchtig. Jetzt mache ich einmal den Ofen aus. Und ich hole die jetzt einmal irgendwie raus, ohne mich am besten zu verbrennen. Das schaffe ich eigentlich nie so richtig gut. Aber ich gucke jetzt noch einmal hier ein bisschen rum. Hier ist mein Red Bull. Ich gucke jetzt einmal hier ein bisschen rum, was hier so vielleicht in den Schränken liegt bei dem Ex. Was ist hier noch? Ich glaube, das sollte ich nicht gefunden haben. Leute, ich glaube, ihr habt gesehen, was ich hier gerade gefunden habe. Kann nicht sein, dass die hier sowas haben. Warum haben die sowas? Mama? Irgendwie sind Mama und Papa spazieren oder so, denke ich mal. Das heißt, ich werde jetzt wieder hochgehen müssen. Auf jeden Fall Mama nachher nochmal von berichten. Weil das geht so echt nicht, Max, dass du hier sowas machst. Geht, kann nicht sein. Mama? Ja? Ich bin bei Max und guck mal, was ich bei denen im Schrank gefunden habe. Ja, kenne ich.
wollte ich dir nur mal sagen, also ich bin gerade hier alleine oben und ich darf hier alles mal, also die sind halt weg und ich bin hier alleine mit Leo und ich habe die hier gefunden und wollte ich dir mal Bescheid sagen, dass er hier sowas nicht hat. Cool. Gibst du ihm, braucht er das oder? Gibst du ihm nachher Ärger? Anscheinend schon. Also die riechen auf jeden Fall ein bisschen benutzt. Der ist schon 18, dem kann ich leider nichts mehr vorschreiben. Aber gib ihm Ärger oder so. Ärger? Ja. Der ist schon 19. Ja, okay, dann kann ich da jetzt auch nichts machen. Aber du darfst es nicht, ne? Nein, mach ich nicht. Tschüss. Nee, ciao. Oha, die haben hier eine Switch. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde Switch spielen. Hier einmal euch ja gesagt, dass ich dieses komische hier probiere. Keine Ahnung, wie ich das hier aufbekommen soll. Digga. Dabei kann ich hier nochmal so ein Piccolini essen. Die haben hier eine Axt als Pizzaschneider, eine Axt. Wo? Die haben hier, die haben Messer, die haben. Alles haben die hier. Und wo ist ein Flaschenöffner? Ich probiere es jetzt hier mit. Das ist ein Schäler, ist mir jetzt egal. So, wir machen jetzt heute Haut zu öffnen Flasche. Ihr müsst ihr zuerst einmal einen Flaschenöffner nehmen. Dann. Zack, oben. Riecht nach Orange. Das schmeckt scheiße. Bah. Wir sind jetzt wieder da. Schauen wir mal, ob er uns schon erwartet oder nicht. Let's go. Oh, oh mein Gott. Hey, na? Hey, was geht? Steht die Bude noch? Ich hab Angst gerade. Also hier steht noch alles. Was ist los? Weißt du, woher die sind? Hast du Pizza? Was ist das denn? Was ist das hier für ein Haufen? Ich hoffe, du hast ihm davon nicht mehrere gegeben. Einen ganzen? Ich habe ihm einmal einen ganzen gegeben. Okay. Er will kämpfen hier. Oha. Ey, also für die Zukunft von diesen großen Dingern, ja? Ja. Eigentlich darf er höchstens einen halben oder so. Das stinkt richtig doll. Das ist, weißt du, was das ist? Das ist Hirsch. Was hast du hier gemacht noch? Ist hier was drin? Probiert hast du auch was? Schmeckt das? Ist eklig? Das schmeckt voll. Und? Er wollte aber runter, ich hab ihn aber geklaut. Das ist lecker. Ey. Oh, es ist bitter. Ich hab ihn geklaut. Oh mein Gott. Ihr mögt das nicht? Nein. Bull. Der ist leer. Ich hab übrigens Mama gesagt, dass du wächst hast. Meinst du, Mama? Nichts. Nichts? Wie nichts? Du hast einfach so coole Beats. Was meinst du? Gar nichts? Gar nichts. Gar nichts? Null. Nicht mal irgendwas gesagt dazu. Ich glaube, Chris, wir sollten schnell abhauen, bevor sie wiederkommen. Weißt du, woher die sind? Ich hab doch mal welche bei dir versteckt. Aber eigentlich wollte ich zwei verstecken bei dir, deswegen. Ich hoffe, dass du die nicht benutzt hast. Ja, hast du mir eine Kamera aufgestellt? Er hatte gefragt, ob ich hier irgendwo versteckte Kamera habe. Ich hab geschrieben, ja. Ich werde erst im Schnitt nachher beim Video sehen, was Ash hier alles getrieben hat oder nicht. Aber ja. Es sieht alles sehr ordentlich aus. Das besser als erwartet. Mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir fahren jetzt nach Dänemark. So, ciao.